Willkommen zu Mein Reiterhof. Pferde, Turniere, Abenteuer und das auf der Nintendo Switch. Wir haben jetzt den zweiten Tag auf unserem ersten Gestüt und ich habe gerade unser treues Pferd einmal ausgeritten, kurz gepflegt und massiert, denn ich habe gerade das Therapiezentrum renoviert. Das bedeutet, wir werden jetzt erst einmal ein wenig Geld verdienen müssen, damit wir uns ganz viele tolle Sachen kaufen können. So, 182 Credits bekommen wir. Das wissen wir ja schon von Mein Gestüt, also den Vorgängerteil von diesem Spiel, dass man mit der Massage... am schnellsten Geld verdienen kann, weil das Pony-Training, das ist extrem anstrengend irgendwann mal. Ich habe das ja nach der letzten Aufnahme auch offline, also offscreen, ein paar Mal gemacht und bin auch manchmal gescheitert, weil die Zeit manchmal zu knapp ist. Und wenn das Pony so ein bisschen rumzickt, hat man eigentlich schon fast keine Chance mehr. Deswegen ist es wichtig, also so meine Erfahrung, dass man am Anfang ein bisschen das Geld verdient, um erst das Pferd ein bisschen einzudecken mit Medizin und Futter und dann so schnell wie möglich versuchen, dieses Therapiezentrum zu renovieren, weil man braucht es ja natürlich auch für sein eigenes Pferd. Weil dann kann man noch ein goldenes Hufeisen bekommen, sobald man dann sein Pferd das erste Mal massiert hat. Die Ladezeiten sind mir persönlich etwas zu lang, aber das ist ja immer ein bisschen Geschmackssache. Aber lieber habe ich ein wenig länger Ladezeiten. Und dafür läuft das Spiel stabil, als ich schnelle Ladezeiten habe und mir das Spiel laufend abstürzt. Deswegen bisher ist es alles so vollkommen in Ordnung. Aber das hatten wir auch beim ersten Teil schon, dass wenn wir das Therapiezentrum wieder verlassen haben, dass jedes Mal die Ladezeiten dann waren und dann sind wir ja direkt wieder reingegangen und dann kamen nochmal Ladezeiten. Ich muss aber auch sagen, in diesem Teil hier, ich guck mal gerade. Ja, es geht nur an dieser Stelle, okay. Geht natürlich ein bisschen langsam, weil beim ersten Teil konnte man immer so ein bisschen variieren. Dann ging's mal ein bisschen schneller. Aber hier, seht euch mal das Pferd an. Das sieht um einiges besser aus als noch im vorigen Teil. Also ich finde, grafisch haben sie bei Mein Reiterhof schon eine gute Schippe draufgelegt. So, das waren 170 Credits. Wir müssen mal ein bisschen auf die Uhrzeit gucken, wie viel Uhr wir haben, weil wir müssen noch unser Pferd füttern und dann müssen wir auch noch ein bisschen Futter und Medizin und sowas kaufen. Aber erst, wie gesagt, müssen wir ein bisschen Geld verdienen, weil wir kriegen es ja nicht umsonst. Ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut, wann wir angefangen haben aufzunehmen. Ich möchte die Folgen ja nicht zu lang machen, aber gerade so am Anfang ist man eh so ein bisschen gehypt, wenn man ein neues Spiel hat. Und man hört es vielleicht auch bei mir raus, dass ich mich echt drauf freue hier. So, wir haben jetzt 12.40 Uhr, wir werden mal schauen. Wir haben jetzt genau 600 Credits, damit können wir jetzt erstmal was anfangen. Wir gehen mal ganz kurz zu unserem guten Pferd, werden nochmal etwas füttern. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, welches Futter wir immer genommen haben, welches am effektivsten war. Ich habe so das Gefühl, ich nehme ganze Zeit das falsche Futter. Das müssten wir nochmal testen, weil ich nehme immer die Pellets. Oder war das Hafer und Gerste? Aber Hafer und Gerste habe ich nicht, oder? Doch, habe ich doch. Ich weiß es aber nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. So, was sagt hier? Hygiene. Ah, genau, wir müssen noch einen Schlauch kaufen.
Genau das müssen wir auch noch tun, damit wir unser Pferd mal abwaschen können. Das werden wir vielleicht gleich auch noch machen. Wir werden jetzt gucken, dass wir jetzt den Schlauch holen und ein bisschen Futter. Ich weiß auch gar nicht, wann dieser Tag hier zu Ende ist, weil beim Vorgängerspiel, ich meine, um 17 oder 18 Uhr wurde der Tag ja automatisch beendet, was ich manchmal ein bisschen schade fand, weil es doch ziemlich kurz war. Also so 20 Uhr oder 21 Uhr wäre jetzt schöner gewesen. Dann hätte man noch ein bisschen was machen können. Jetzt gehen wir hier rein. Und werden jetzt mal im Online-Shop gucken. Was ich beim letzten Mal auch herausgefunden hatte, man kann auch die Treppen hier hochgehen. Das ist was Feines. Also die neue Wohnung haben sie hier richtig schön gemacht. So, jetzt wollen wir mal sehen. Ich guck mal, was hier steht. Ich brauche Pellets. Genau, weil hier steht's ja Designerfutter. Dieses Spezialfutter erhöht Gesundheit, Sättigung, Ausdauer und Vitamine. Hier nur Vitamine und Langzeitenergie und halt dazu. Also wir brauchen eigentlich nur die Pellets. Wie viel können wir denn holen? Oh, diesmal können wir aber eine Menge holen. Vorher konnte man, glaube ich, maximal nur 10 Stück oder so holen. Okay, dann werden wir mal schauen. Wir müssen ein bisschen aufs Geld achten und Nahrungszusätze holen wir mal auch. Vitaminspritze, Aufbauspritze. Verbessert die Gesundheit. Ja, holen wir auch nochmal ein bisschen. Und, jetzt haben wir die Hälfte weg. Jetzt gehen wir erstmal auf Kaufen. So, und jetzt gucken wir mal. Da ist der Schlauch. 150. Jawohl, jetzt haben wir zwar nur noch 150 Credits, aber wir können ja jetzt vernünftig Geld verdienen, indem wir ja jetzt das Massage- oder Therapiezentrum errichtet haben, beziehungsweise renoviert haben. Weil bei deinem Fohlentraining ist es, das ist nicht nur ziemlich anstrengend und auch stellenweise ein bisschen nervig, sondern es wirft auch nicht viel Geld ab. Man verdient immer so gute 40 bis 60, vielleicht sogar manchmal 65 Credits mehr im Therapiezentrum. Und ich würde sagen, von der Zeit her, vom Aufwand her, ist es nicht langsamer als, oh, hier wollte ich gar nicht hin, als das Fohlentraining. So, wir müssen auch noch einen Stall ausbauen. Wir brauchen noch ein zweites Pferd und wir müssen sonntags das Turnier auch reiten und gewinnen, damit wir überhaupt eine 2-Sterne-Bewertung kriegen. Aber das alles so nach und nach. Wir wollen uns nicht so durch das Spiel hetzen. Die erste Woche ist sowieso immer ein bisschen. Achso, ich muss erstmal den Schlauch installieren. Wo installiere ich den denn? Hier. So, das hätten wir. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Genau, die erste Woche oder ja, die ersten 2 Wochen, die ziehen sich immer so ein bisschen in die Länge. Der hat gar keinen Körperschmutz, sehe ich gerade. Dann kann ich den ja auch hier abspritzen, wie ich will. Okay, dann können wir ja auch wieder rausgehen. Okay, das hätten wir jetzt gemacht. Jetzt haben wir 14 Uhr. Wir werden jetzt mal schauen, dass wir vielleicht noch ein bisschen Geld verdienen. Und dann müssen wir morgen mit dem Pferd mal ausreiten, damit wir die Ausdauer so langsam mal so ein bisschen erhöhen, damit wir ja auch mal am Turnier teilnehmen können. Wenn wir das überhaupt in der Woche schon machen, in der ersten. Oder ob wir erstmal sagen, ja, wir verzichten auf die erste Woche des Turniers. Oder anders gesprochen, das Turnier in der ersten Woche, so ist es richtig. Und schauen erstmal, dass wir ein bisschen Geld verdienen und ein bisschen fürs Pferd, fürs Lager was einkaufen können. Wir schauen mal. Wir wollen uns ja hier nicht hetzen. Deswegen, immer mit der Ruhe. Wir haben ja Zeit. Ja, ich gehe mal noch ein bisschen hoch. Ich schaue mal gerade, ob ich einen Punkt finde. Nein.
Ja, genau, da geht der Punkt ein bisschen schneller weg, die Verspannung sozusagen. Das Gerät ist hier, das Massagegerät ist ein wenig träger als im ersten Teil. Da hatte ich ja nur so eine Massagebürste, wenn ich mich noch richtig erinnere. Aber ich quatsche und quatsche und wir haben schon wieder so viel Zeit auf Uhr. Wir werden jetzt noch gemeinsam ein Pferd massieren und noch Geld verdienen. Und dann werde ich diese Folge beenden. Ich hoffe, ihr habt bei Mein Reiterhof auch so viel Spaß momentan wie ich. Ich hoffe, es bleibt so. Man weiß ja nie, wie sich so ein Spiel im Laufe der Zeit entwickelt. Deswegen. Du hast für heute alle Kundenaufträge. Ach, man kann gar nicht mehr wie im ersten Teil den ganzen Tag quasi massieren. So haben sie halt dafür gesorgt, dass man nicht so schnell Credits verdienen kann. Ja, schade. Gerade zu Anfang finde ich das wichtig, aber na gut, so wollen sie vielleicht verhindern, dass man durch Spiel quasi rusht. Jetzt müsste ich, um Geld zu verdienen, jetzt hier weitermachen. Aber jetzt kriege ich ja gerade mal 96 Credits. Wir werden es einmal schon mal versuchen. Wie ich schon mal sagte, das Fohlentraining ist nicht so optimal. Wie jetzt habe ich ja nur noch ein paar Sekunden. Und wir müssen ein bisschen Geduld haben, sobald man etwas zu hastig diese Taste eintippt, reagiert das Fohlen nicht mehr so gut. Die ersten zwei, drei Stellen sind immer ganz wichtig, dass man die sofort kriegt, damit die Zeit nicht so schnell vorbei ist. Sobald man eins eigentlich nicht bekommt und das Fohlen so ein bisschen bockt, hat man eigentlich nicht mehr so viel Chancen, das vernünftig zu bewältigen. So wie jetzt müsste ich, muss ich einmal den ganzen Kreis umlaufen. Das vergehen natürlich Sekunden. Wir haben natürlich jetzt ein bisschen auf Uhr. Oh. So. Und das hätten wir jetzt hingekriegt. Ich finde auch immer so, dass man 8 von 8 Ringe treffen muss, beziehungsweise 8 Ringe hat, die man bewältigen muss. Ein bisschen viel. 5 hätten es meiner Meinung nach auch getan. Wie ihr merkt, ich bin kein Freund von diesem Fohlentraining, aber mein Gott, so ist es eben. Ja, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer MyGamingWorld81.